natürlich. Esel nennt sich immer zuerst. Da bietet fast genial so viele Ansatzpunkte, wo man wirklich einfach über diese Leute, über diese Wissenschaftler, die nicht erwähnt werden oder einfach nur als Instanz, die haben das mal gemacht, dahinter stehen, wo du einfach nur den Kopf schütteln kannst. Ja. Nichtsdestotrotz, ich finde es von der Geschichte halt unglaublich cool, diesen alleine schon sehr seltsamen Ansatz zu nehmen und daraus so eine unglaublich coole Geschichte zu machen, die aber nie diesen Grundcharakter des Weirden, also des Seltsamen verliert. Es ist immer alles so ein bisschen seltsam. Also wenn man mal kurz aus der Geschichte auftaucht und so raufguckt, was die da gerade machen, es ist unglaublich seltsam. Man denkt sich so, okay, also wie Trockel am Anfang schon gesagt hat, eine klassische Geschichte ist es unter Garantie nicht. Fehlt noch was? Nö, wüsste ich jetzt so nicht. Da das Buch nicht verfilmt wurde, also noch nicht, kann man sich eigentlich mal über dieses Ding so, wollen wir, dass es verfilmt wird? Also bei Büchern, die verfilmt wurden, kann man sich sicherlich über die Filme unterhalten, man kann es auch lassen, aber bei Büchern, die nicht verfilmt wurden, finde ich die Frage immer ganz, ganz interessant. Wie viel würde es verlieren, wenn man es verfilmen würde? Also ich weiß nicht, ich fand das Buch ist schon sehr, sehr szenisch geschrieben. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ich meine, so klar, ein Film erreicht die Story dann auch immer nochmal eine ganz andere Zielgruppe, aber ich finde, das Buch an sich ist schon so flüssig geschrieben, dass man es nicht wirklich verfilmt braucht. Also ich hatte zumindest das Gefühl, wie gesagt, dass ich es auch so rasend schnell durch hatte, ja, als wenn ich gerade einen Film gucke. Es gibt ja auch Bücher, die liest man und man hat das Gefühl, man guckt einen Film. Ja, man hat Kino im Kopf. Das ist, genau. Ja, also ich muss auch sagen, man kann es sich sparen. Sicherlich wäre es relativ einfach, daraus einen Film zu machen, weil es eben gerade so szenisch geschrieben würde. Also es wäre möglich, durchaus. Ich persönlich hätte wieder die Gefahr darin sehen, dass einfach die falschen Schauspieler gesucht werden, die falsche Kulisse genommen wird, die falschen Gegenstände benutzt werden, bla und Keks. Und außerdem wäre es ein deutscher Film, weil es ein deutsches Buch ist und Amerikaner sich ganz, ganz selten deutsche Bücher schnappen. Und ich habe was dagegen, wenn Amerikaner Filme über Deutsche machen und ich habe was dagegen, wenn Deutsche Filme über Amerikaner machen. Also, nee. Und da das Buch in Amerika spielt und nicht hier, aber in Deutschland geschrieben wurde. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist einer meiner Kritikpunkte. Da kommt wieder mein leichter Patriotismus durchgekrochen. Das heißt Patriotismus übertrieben. Ich finde es mal ein bisschen schade, wenn deutsche Autoren ihre Geschichten in Amerika spielen lassen. Also ausgerechnet Amerika. Also wenn schon im Ausland, gibt es so viele coole Länder, in denen man spielen lassen kann. Warum eigentlich immer Amerika? Ja gut, in dem Fall liegt es vielleicht wirklich daran, dass es auch auf einer wahren Geschichte beruht, die einfach mal in Amerika passiert ist. Das hast du mein Argument voll ausgehebelt. Aber prinzipiell gebe ich dir schon recht. Dankeschön. Du hast wahrscheinlich recht. Obwohl man die Geschichte gut ummünzen hätte können, zum Beispiel in die Schweiz, weil da haben wir Kern stehen. Das ist ein riesengroßes Forschungslabor im Endeffekt. Die haben ja angeblich auch das Internet erfunden, obwohl ich Dan Brown ja, da immer noch nicht so glaube. Aber ja. Aber die beschäftigen sich ja mehr mit Atomphysik, glaube ich, oder? Ja, also für sich schon. Mit Genetik. Zumindest was wir aus Big Bang Theory wissen. Aber. Nein, ich meine das auch vorher schon mal gehört zu haben. Ja, ach Quatsch. Nein, aber im Endeffekt ist es eine riesengroße Forschungsanlage und mein Gott, da sitzt bestimmt irgendwo ein Biologe rum, der Langeweile hat. Weiß ich nicht. Der saß bestimmt auch vor 20 Jahren da schon rum. Nein, und es gibt halt nicht nur in Amerika Forschungsanlagen, also man hätte es irgendwie übersetzen können. Auch Deutschland hat bestimmt irgendwo Forschungsanlagen, bin ich mir fast sicher. Aber da wär's mit dem Buchende, wäre das schwierig geworden. Ja, okay, das ist richtig. In diesem Fall. Muss ich mal einfach sagen, also das Buchende erfordert eine Kulisse, die gibt's halt einfach mal nur in Amerika, in dem Ausmaß. Ja, das stimmt. Na gut. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt einfach ein Punkt bei mir, dass ich es immer ein bisschen schade finde. Ich meine, es ist ja schon schön, dass das Buch einen deutschen Titel hat. Das hast ja auch nicht immer, obwohl das ist eher die Manga-Szene, wo das grundsätzlich immer englische Titel sein müssen und du denkst, warum eigentlich? Aber ist egal. Nö, aber ansonsten, bis auf mein leichtes, ich hätte auch woanders spielen können. Ich meine, ich finde Amerika okay und ich lese natürlich auch gerne zum 30. Mal was über das Land, aber weiß ich nicht, hätte auch woanders spielen können. Davon mal ab, und das ist wirklich mal ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen, ist das Buch unglaublich cool, definitiv eine Anschaffung wert.
Also wer seine Bibliothek, seine Privatbibliothek demnächst erweitern möchte und das Buch noch nicht hat, dem kann ich das nur ans Herz legen. Es ist auch ein schönes Geschenk. Das kann man auch gut mal verschenken. Ja, und ich werf bei dem Thema auch gleich mal in die Runde, weil ganz viele natürlich auch, Buch ist immer so teuer, gerade weil es eigentlich noch gebunden ist, aber es gibt es jetzt auch ganz in der super tollen gebundenen Fassung zum Sonderpreis für 10 Euro. Oh, da spricht die Buchhändlerin. Ja, hab ich letztens erst verschenkt. Ah, das habe ich bei der Einführung nämlich so ein bisschen vergessen, dass das ja einen Grund hat, dass ich mir ausgerechnet Trogel besorgt habe. Nicht nur, weil sie eine sehr gute Freundin ist und ich sie sehr gern habe und sie genauso belesen ist wie ich und genauso bücherfanatisch ist wie ich, sondern eigentlich auch unter anderem, weil sie Buchhändlerin ist und dadurch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Bücher werfen kann, als ich zum Beispiel. Ja, ich gebe mein Bestes. Was soll ich denn dazu sonst sagen? Ich weiß es nicht. Woher soll ich wissen, was du sagen willst? Ja, denk dir was aus. Alles klar. Nee, jedenfalls zu dem Thema, zu dem Buch war es das eigentlich von uns. Genau. Und Droggel darf jetzt die Ansage am Ende machen, dass sie mit uns diskutieren sollen und so weiter. Du weißt schon. Ja. Ich weiß. Nee, hey, genau. Also das war's soweit von uns. Wie gesagt, eine absolute Lese-, Kauf-, Verschenk-Empfehlung von uns. Wobei wir natürlich machen das ja hier nicht nur, um uns einfach mal so reden zu hören und unsere Meinung in die Welt hinaus zu posaunen. Ich meine zum Teil vielleicht auch ein bisschen. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was denkt ihr dazu? Habt ihr das Buch vielleicht schon gelesen? Fandet ihr es genauso toll wie wir? Gebt ihr uns recht? Oder ganz im Gegenteil, habt ihr das Buch vielleicht gelesen und sagt, boah, absoluter Schrott, kann ich gerade überhaupt nicht nachvollziehen? Schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns auch, ich glaube, man kann hier auch irgendwie so versteckt anschreiben oder so. Persönliche Nachrichten nennt man es auch, ja. Ja, persönliche Nachrichten. Ich bin noch neu hier bei YouTube. Oder schreibt uns eine persönliche Nachricht, wenn ihr das nicht so ganz offensichtlich reinschreiben wollt. Oder aber sagt ihr, ihr habt zum Beispiel Becks Letzter Sommer, das ist das andere Buch von ihm, gelesen und könnt das zum Beispiel schon vergleichen. Darüber unterhalten wir uns natürlich auch gerne mit euch, da wir beide, wie gesagt, zum Vorgänger noch nichts sagen können. Ja, definitiv. Genau, habt ihr Anregungen, was unsere ziemlich lange dauernde Diskussion jetzt anbetraf? Habt ihr da noch Ideen, Einwürfe, Pro, Contra? Schreibt es uns, meldet euch. Habt ihr Anregungen für sonstige Bücher, wo ihr sagt, naja, das hatten wir alles am Anfang schon mal. Schreibt rein. Wir sind auch ganz freundlich. Das war's soweit von mir. Und mir bleibt nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und ihr hört uns beim nächsten Podcast. Genau. Und tschüss. Und tschüss.